willkommen zum Bundesliga-Tipp. Bundesliga-Tipp, 32. Spieltag in der zweiten Liga. Ja, Meisterschaft, sie geht hin und her. Also, das Duell um die Meisterschaft, es geht weiter. Und im Abstiegskampf, ja, einige andere Teams nun hinzugefügt worden. Und einige andere Teams jetzt weg vom Abstiegskampf, beziehungsweise die ein oder andere Rettung jetzt am 32. Spieltag. Schauen wir mal, los geht's mit meinen neuen Bundesliga-Tipps. Das Auftaktspiel, was am Freitag stattfinden wird, ist das Spiel zwischen der Fortuna aus Düsseldorf und dem 1. FC Nürnberg. Düsseldorf im letzten Spiel 1-1 unentschieden gespielt gegen den FC Schalke 04. Es war einfach zu ungenau. Da war einige Optionen da, dass Düsseldorf dieses Spiel gewinnt, aber ja, grundsätzlich war es einfach zu ungenau von der Fortuna. Und jetzt stellt sich die Frage, ob das eventuell sich bessern kann gegen den Club aus Nürnberg, die im letzten Spiel 0-1 verloren haben gegen den KSC. Ja, im zweiten Durchgang hat man irgendwie versucht, den Wechsel da hinzukriegen, weil man im ersten Durchgang aus meiner Sicht wirklich nicht gut war. Man hat es aber nur so weit hingekriegt, dass man ungefähr gleich stark war. Also diesen Rückstand hat man irgendwie nicht aufholen können im zweiten Durchgang. Und gefühlsmäßig hätten sie im zweiten Durchgang, hätten sie im ersten Durchgang gespielt, was sie im zweiten Durchgang gespielt hätten, dann wäre dieses Spiel eine Nullnummer geworden. So hat Nürnberg verloren und jetzt ist natürlich die Frage, ob das eventuell jetzt gegen die Fortuna anders laufen wird. Und ich denke, nein, Düsseldorf gewinnt mit 2-0. Das nächste Spiel ist mein persönliches Topspiel. Das ist natürlich verständlich, es ist das Spiel zwischen dem Hamburger Sportverein und dem FC St. Pauli. Ich als Hamburger Jung, natürlich ist es mein persönliches Topspiel. Das Hamburg Derby, allseits bekannt. Ja, und dieses Mal wieder mal geht es um vieles. Nämlich für den HSV geht es eigentlich im Endeffekt darum, noch so die letzte Hoffnung, irgendwie den Relegationsplatz zu erreichen. So, und natürlich muss man noch ein bisschen Schützenhilfe auch von den Franken kriegen. Die Frage ist, kriegt man sie oder nicht? Nach meinem Tipp ja nicht. Aber man selber hat im letzten Spiel 4-0 gewonnen gegen Eintracht Braunschweig. Man hat selber gezeigt, dass man eigentlich diese Qualität hat, um mitzuspielen, beziehungsweise auch aufzusteigen. Es war im Endeffekt der HSV, den wir in der Hinrunde gesehen haben, der oben mitgespielt hat. Jetzt ist das Problem, ne? Die Punkte gehen langsam weniger, die Punkte werden immer langsam weniger, die anderen Abstände nicht zwingend weniger. Jetzt in dem Falle wurde es weniger, und dadurch, dass Düsseldorf im letzten Spiel unentschieden gespielt hat. Jetzt geht's gegen den FC St. Pauli, gegen den Erzfeind, der eventuell jetzt die Aufstiegsfeier in Volksparkstadion feiern kann. Mit einem Erfolg. Frage ist natürlich, schaffen sie es? Als letztes 1-0 gewonnen gegen Hansa Rostock. Im zweiten Durchgang das bessere Team gewesen und dementsprechend auch das Tor erzielt, das goldene Tor erzielt. Was ja eben dann dazu führte, dass man jetzt wieder Tabellenführer ist. Ja, aber die Frage ist, kann man eventuell den Erzfeind auch noch so weit ärgern, dass man aufsteigt im Stadion des Feindes? Und ich denke, in der Hinsicht, nein, am Ende wird es ein Unentschieden geben, ein torreiches, nämlich eins mit einem 2-2. Das nächste Spiel ist dann das erste Samstagspiel. Es ist das Spiel zwischen dem VfL Osnabrück und dem FC Schalke 04. Osnabrück im letzten Spiel 1-1 unentschieden gespielt gegen Magdeburg. Man merkt immer noch, dass sie immer noch fighten und immer noch kämpfen und immer noch wollen. Ja, und fast sogar noch den Lucky Punch hingekriegt haben. Aber eben halt nur fast. Am Ende hat man einen Punkt geholt, der natürlich in der Gesamtsituation zu wenig ist. Aber was willst du machen? Weißt du, wenn dieses Spiel so gewesen wäre, irgendwie um den 20. Spieltag herum, hätte ich auch gesagt, 1-1 unentschieden geht in Ordnung. So ist es aber eben leider zu wenig für den Klassenerhalt. Die Frage stellt sich jetzt, wie läuft es gegen Schalke, die im letzten Spiel 1-1 unentschieden gespielt haben gegen Düsseldorf? Ja, am Ende des Spiels, so eine strittige Situation. Ist das ein Elfmeter? Ist es kein Elfmeter? Ne, Schiedsrichter, VAR und alles drum und dran. Es ist eine schwierige Geschichte. Ich würde mal sagen, das entscheidet jeder Schiedsrichter unterschiedlich. So, in der Hinsicht wurde es entschieden, dass es keinen gibt. Und dementsprechend hat Schalke vielleicht deswegen nicht gewonnen. Schwierig. Wie gesagt, es gab einige Phasen, wo Düsseldorf eigentlich besser war. Und dementsprechend insgesamt, wenn man den Elfmeter hätte noch dazu gezählt und alles drum und dran, wenn es ein 2-2 gewesen wäre, hätte ich mich hier nicht beschwert. Die große Frage ist aber jetzt, wie wird es gegen Düsseldorf, wie wird es jetzt nach dem Spiel gegen Düsseldorf gegen Osnabrück laufen? Ich denke mal, dass Schalke einen Auswärtssieg holt und damit Osnabrück, ja, nächste Saison nicht wieder sieht. Schalke gewinnt mit 2-1. Das nächste Spiel ist dann das Spiel zwischen Greuther Fürth und der Eintracht aus Braunschweig. Fürth im letzten Spiel 5-3 gewonnen gegen Wien Wiesbaden. Ein Spiel, ich sage ja immer so gerne, es hin und her geschwappt ist.
Aber dieses Hin- und Herschwappen in diesem Spiel war eher ein Hin- und Herkippen. Also auf der einen Seite war das so, dass die Wiesbadener deutlich besser waren, dann kamen die Fürther, die deutlich besser waren, und dann war es eben wieder, dann wurde es ein bisschen weniger. Als ob du eben so eine Wippe angeschlagen hättest. So war das im Endeffekt. Wahrscheinlich auch eine Gefühlslage von vielen Fans. Die Frage stellt sich aber, ob das vielleicht in ruhige Gewässer nun gegen Braunschweig läuft, die im letzten Spiel 0-4 verloren haben, gegen den Hamburger Sportverein einfach keine Antwort gefunden haben und ein bisschen, man darf es so sagen, ein bisschen Pech hatten, dass der HSV in Topform war. Und jetzt ist die große Frage, ob das eventuell jetzt gegen Fürth anders laufen kann. Und ich denke, es wird anders laufen, aber dennoch verliert Braunschweig das Spiel und Fürth gewinnt mit 1-0. Das nächste Spiel ist dann das Spiel zwischen Hansa Rostock und dem Karlsruher SC. Hansa im letzten Spiel 0-1 verloren gegen den FC St. Pauli. Ja, im ersten Durchgang war man noch gleich stark. Im zweiten hat man eben, ja, die Leistung nicht mehr anknüpfen können. Und daraus resultiert dann diese Niederlage. Die Frage ist jetzt nun, gegen Karlsruhe vielleicht wichtige Punkte holen für noch den Klassenerhalt? Denn der KSC im letzten Spiel 1-0 gewonnen gegen den 1. FC Nürnberg. Also das hatte ich ja eben schon erwähnt bei den Franken, dass das eigentlich Karlsruhe hätte im ersten Halbspiel, im ersten Durchgang definitiv schon höher führen können, fast schon müssen. Im zweiten, ja gut, hat Nürnberg eine Lösung gefunden gegen den KSC, aber eben nicht die Antwort. Und jetzt ist die große Frage, ob das eventuell jetzt den KSC gegen Rostock in die Karten spielen könnte oder nicht. Ich denke mal, es wird Karlsruhe in die Karten spielen. Sie werden Rostock besiegen, ein Abschluss mit einem 3-1. Das nächste Spiel ist dann das Spiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Magdeburg. Kaiserslautern im letzten Spiel 3-1 gewonnen gegen die Kieler. Da, gegen einen, der oben in der Tabelle steht. Und das sind Punkte, die, glaube ich, die Roten Teufel auch eigentlich nicht erwartet hatten. Jetzt ist aber natürlich das so, jetzt spielt man gegen einen direkten Konkurrenten, ne? Die nämlich eben auch um den Klassenerhalt spielen. Im letzten Spiel 1-1 unentschieden gespielt gegen den VfL Osnabrück. Ja, ne, die Elfmeter-Tore am Ende, die aber auf beiden Seiten dann am Abschluss nur eben dazu geführt haben, dass man eben ein 1-1 hatte. Die Frage stellt sich, ob das jetzt eventuell Magdeburg im Spiel gegen Kaiserslautern anders gestalten kann. Und dadurch, dass in den letzten Jahren immer mal wieder auch gerne viele Tore in diesem Spiel passieren, denke ich mal, wird es auch in diesem so sein. Am Abschluss gibt es ein Unentschieden, nämlich ein 2-2. Das nächste Spiel ist dann das Spiel zwischen dem SVW in Wiesbaden und Holstein Kiel. Ja, Kiel, Meisterschaft denn doch vergeben? Fragezeichen. 1-3 verloren gegen den 1. FC Kaiserslautern. Es gab kaum ein Vorbeikommen am Torwart. Jetzt kann man auch sagen, man hat sehr viele wieder neue Verletzte. Das hatten wir ja in dieser Saison schon öfter bei Kiel, wo sie dann eben dann in Richtung Formschwäche schwammen. Und dann ist doch eher so, ging so von wegen, oh, mal gucken, wo es von Spiel zu Spiel geht. Jetzt geht's um die Aufstiegsphase. Jetzt geht's um die Meisterschaft. Jetzt geht's um vieles für Holstein. Dementsprechend, wegen Wiesbaden, kann eine hochinteressante Partie werden. Wiesbaden im letzten Spiel nämlich 3-5 verloren gegen Fürth. Wie gesagt, das war ein Hin- und Hergeschwappe. Da hat man jetzt den Trainer entlassen. Jetzt hat man einen neuen Trainer. Die Frage ist, ob der neue Trainer schon die Lösung findet gegen Kiel. Und ich sag nein. Kiel gewinnt mit 2-0. Das nächste Spiel ist dann das Spiel zwischen dem SV Elversberg und der Hertha aus Berlin. Elversberg im letzten Spiel 1-3 verloren gegen den SC Paderborn. Ja, ne, der Elber. Im Endeffekt Elber in der 51. Aber sonst, nee, sonst war es nicht zu Elversberg. Also wirklich nicht. An dem Tag hat man eigentlich gut Glück gehabt, dass man irgendwie schon in die richtige Richtung gegangen ist, beziehungsweise mit dem frühen Führungstor im zweiten Durchgang eben dann in die richtige Richtung gegangen ist. Aber das hat eben den Gegner aufgeweckt und zack, hast du das Spiel verloren. Jetzt ist die große Frage, ob das eventuell gegen die Hertha anders laufen kann. Denn die Berliner haben im letzten Spiel 1-1 unentschieden gespielt gegen Hannover 96. Man hat es einfach nicht über die Zeit gekriegt, diesen Sieg. Und das ist natürlich ärgerlich für die Berliner, denn nun heißt es auf jeden Fall schon fast zweite Liga nächste Saison. Und jetzt ist die große Frage, ob das eventuell jetzt anders laufen könnte gegen Elversberg. Und ich denke mal, es wird dieses Mal ein Sieg für die Hertha. An Abschluss gewinnen sie mit 2-1. Das nächste Spiel ist dann das Spiel zwischen Hannover 96 und dem SC Paderborn. Hannover im letzten Spiel durch den Lucky Punch am Ende doch noch einen Punkt geholt gegen die Hertha. Andersrum, in den letzten Wochen holt Hannover immer nur Unentschieden. Die große Frage ist, ändert sich das vielleicht jetzt gegen Paderborn? Die im letzten Spiel 3-1 gewonnen haben gegen den SV Elversberg. Ja, wie erwähnt, also eigentlich aus meiner Sicht war Paderborn das bessere Team. Eigentlich
gesamte Spiel. Bloß das Problem war einfach das, dass sie im ersten Durchgang nicht so das ausgestrahlt haben, im zweiten Durchgang eben dieses frühe Gegentor gefangen haben, aber dadurch wach geworden sind und dadurch endlich ihr Potenzial aufgezeigt haben und endlich gezeigt haben, ja, mit uns ist noch zu rechnen, aber die Frage ist, ob das eventuell jetzt gegen Hannover reicht. Und ich denke, es reicht gegen Hannover. Am Abschluss gewinnt Paderborn das Spiel mit 2:1. Und damit war es das für meine Tipps für den Spieltag Nummer 32. Eure Tipps, euer Feedback und eure Meinung gerne in den Kommentaren. Und wir sehen uns hoffentlich dann zum kommenden Tipp wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Bis dahin, eine gute Zeit und ciao.